Jo, hallo mal wieder, liebe Seher von Krypto TV. Ihr seht, es ist finster. Es ist heute der 9. Februar 2024, ein Freitag. Wir befinden uns mitten im Fasching, woran man das merkt. Wir stehen hier an derselben Verkehrsschildsäule, demselben Verkehrsschildpfosten, wo wir vor ungefähr 14 Tagen, schätze ich mal, gestanden sind auf dem Weg zu den Neos. Damals habe ich bemerkt, es geht um Fußball, ne? Und habe aus Protest auf der anderen Seite als kleines Statement für unseren schweigenden Sascha einen Sticker hingeklebt. Und der Roman hält fest, der Fußball ist unverändert. Da haben die lieben Kleinen wieder dran gekratzt. Und ja, das zeigt einmal mehr, in welcher geistigen Umnachtung wir sind. Das macht aber nichts. Ich habe einmal mehr die sogenannte Schwurblertasche mit. Das heißt, es ist wieder mal ein bisschen Zeit für Aktivismus und Aufklärung. Und ihr dürft dem Ganzen von der Couch, wo und wann immer ihr das seht, am Monitor beiwohnen. Wir machen uns nämlich heute auf den Weg, ganz heimatümmelig im Sinne der Fußballdeppen. Schau, da steht ein Klo. In freier Wildbahn ein Klo. Kulturstadt Salzburg live. Warte, macht er da vielleicht einmal einen kleinen Kameraschwenk. Hola, Trio. Scheißen, gell. Und ein paar klasse Barhocker. Ja, die auch. Aber ich finde das Klo in freier Wildbahn irgendwie passender. Wie gesagt, scheißen, gell. So, das tun wir heute nicht. Wir gehen aber trotzdem, und zwar sind wir auf dem Weg. Gerade wenn wir gerade so lustig sind und wir ja gerade bei Sticker waren und da schon wieder welche kleben, fangen wir gleich wieder unverschämt an und beteiligen uns da mit einer größeren Botschaft als Festung Salzburg, obwohl das halt ein guter Aufhänger ist. Material hast du genug. Na, das geht langsam auch zu Neige. Es ist aber eh wurscht, weil ich ja nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass es völlig egal ist, weil der Österreicher sich ja in seiner Bequemlichkeit, in seiner aktuellen Ist-Situation vermeintlich immer noch wohler fühlt, als aufzustehen. Mit Ausnahme von ein paar Bauern, die das aktuell ja erfolgreich getan haben und damit sogar die EU ein bisschen in die Knie gezwungen haben. RTV Privatfernsehen hat dazu einen Beitrag gemacht, der Roman wird ihn verlinken. Widmen wir uns heute, weißt du, ein schöner Aufhänger ist der Hammer Festung Salzburg. Und wir bewegen uns jetzt zum Imlauer. Ihr wisst schon, Salzburger Szene, Gastronomie, Hotellerie und hast du nicht gesehen. In ist wer drin ist, wie fast eh in jeder Porzen in Salzburg. Wir sind ja so hochkulturelles Dorf, dass man ja quasi fast bei uns auch schon einen Budertanz machen könnte. Aber das ist jetzt natürlich nicht wiederum meine persönliche Meinung von der sogenannten Mozartstadt, die so kreativ und so gut ist, dass sie Mozart in nahezu allem bis zum Erbrechen abwirtschaftet, weil wir eben so erfolgreich sind und nichts anderes haben. Egal. Wir haben auch die Festung Salzburg, wie die Violetten da auf dem Sticker festgestellt haben. Und deswegen bewegen wir uns heute zum Imlauer. Dort ist jene federführende Partei, die nicht ganz zu Unrecht eine Festung Österreich fordert, in ihrem Wahlkampfauftakt vertreten. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, warte, da kann ich ordnungsgemäß meinen Müll entsorgen. Ich spreche da von den Freiheitlichen und ja, die haben da heute ihren Wahlkampfauftakt. Ihr wisst ja, 2024 ist ein Superwahljahr, deswegen habe ich ja letzthin mit dem Roman zusammen auch einen Beitrag zum Thema AK-Wahl gemacht. Der Roman wird ihn verlinken. Ja, irgendwie ist Fußball echt die Macht. Egal. Und ja, ich habe damals dargelegt, oder beziehungsweise ich tue es jetzt einfach nochmal, dass ich zwar durchaus der Meinung bin, dass wenn Wahlen wirklich etwas verändern würden, sie wahrscheinlich schon lange verboten werden, aber es ist trotzdem so, dass wir mit der aktuellen politischen Situation meiner Meinung nach trotzdem gut beraten sind,
unsere Stimme abzugeben, um zumindest zu versuchen, eine Veränderung der Ist-Situation herbeizuführen, weil ich glaube, niemand oder nur ganz wenige finden die zweithöchste Inflation Europas, den Presseabstieg hinter Namibia, was die Pressefreiheit angeht, die Abstufung zur Wahldemokratie, die mit der Inflation verbundene Teuerung, die Spaltung der Gesellschaft und so weiter und so weiter und so weiter, wahrscheinlich nicht gut. Und das Wahlrecht ist irgendwann mal mitunter blutig erkämpft worden. Und ich denke, man sollte im Gedenken derer, die da den Freiheitskampf geführt haben, seine Stimme abgeben. In normalen Zeiten, sofern dieses verbenedeite Land sowas jemals wirklich hatte, behaupte ich, mag es ein marginaler Unterschied sein. Im Moment geht es da wirklich um mehr. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass es Bürgerpflicht ist, da aktiv zu werden. Und um den Bürger auf der Couch möglichst weitreichend aufzuklären, besuchen wir eben verschiedene Wahlkampf- und Politveranstaltungen. Wir waren da unter anderem beim Vizekanzler, sprich bei den Grünen. Der Vizekanzler wollte nämlich irgendwann reden. Der Roman wird die Videos verlinken. Wir waren beim Heimatherbst der FPÖ. Wir waren bei den NEOS, die vor Jahren schon für eine Neutorsperre plädiert haben, Unmut kassiert haben und weil es so erfolgreich nicht bei der Bevölkerung ankam, jetzt wieder dafür stimmen. Im Gegenzug hat man den Plan, Neutorsperre, S-Link und dafür einen Kapuzinerbergtunnel, also einen Tunnel zu sperren, einen anderen erst aufwendig neu graben. Kann man machen, hört einmal ganz kurz. Muss man aber nicht. Und ja, wie gesagt, die Politik oder das Vorgehen der NEOS oder die Wunschfantasien der NEOS sind da meines Erachtens nach, müsste ich stehen, genauso lustig wie das Vorgehen der letzten Landesregierung hier in Salzburg, beziehungsweise eben auch der aktuellen. Und da ist eben Marlene Swatzek als Landeshauptmann, Stellvertreterin, also sozusagen als Vize-Landeshauptfrau oder wie immer man das dann politisch korrekt nennen mag, beteiligt. Da hat man ja letzthin in unserem Video vom Asylquartier, das in Samgnigl im ehemaligen Bohrgelände entstehen soll, gesehen, wie die Landespolitik einmal mehr in verachtender Art und Weise über den Bürger, den Steuerzahler und den Souverän eigentlich drüber gefahren ist. Der Roman wird auch dieses Video verlinken. Und ja, da war der aktuelle Bürgermeisterkandidat der Freiheitlichen ebenfalls zugegen bei diesem Infoabend in Sam. Der stand da relativ unscheinbar und auch ohne eine Wortmeldung abzugeben im Eingang. Die Frau Swatzek selbst habe ich nicht gesehen. Die war mitunter terminlich verhindert oder hatte Besseres zu tun. Das kann ich jetzt schlecht beurteilen. Ich bin mal so wohlwollend und sage, sie war terminlich verhindert. Das heißt, die Anliegen der Bürger in Sam oder Gnigl konnte sie vielleicht an dem Abend nicht wahrnehmen. Sei es wie es sei, die gute Frau Swatzek hat vor dem Wahlkampf, und der Thomas Breit hat darauf hingewiesen, Servus TV hat darauf hingewiesen und ich vermute auch noch mal ein, zwei andere Medien, groß getönt unter den Freiheitlichen bzw. stellvertretend unter ihr würde da Druck ausgeübt werden auf den Bund und in Salzburg werde es keine weiteren Asylquartiere geben. Ja, dies dürfte sich jetzt nach dem Infoabend da in Sam wahrscheinlich als, ja, ich sage jetzt nicht Lüge, aber eher mal als Halbwahrheit rausgestellt haben.
Übrigens als genau solch eine Halbwahrheit wie die Tatsache, dass die Frau Swatzek in der Opposition groß getönt hat, dass es ein Skandal ist, dass man da Politikergagen anhebt mitten in der Teuerung. Und als sie dann selbst mit dem Wahlergebnis des Jahres 2023 in der Regierung war, hat es dann festgestellt, sie kann da kein Politikerbashing betreiben und es ist in Ordnung, dass es da eine Erhöhung gibt. Sie hat dann, nachdem das ein bisschen einen Aufschrei gibt, oder auch um da nett zu sein, vielleicht während es diesen Aufschrei schon gab, beschlossen, einen Teil, ich weiß nicht in welcher Höhe genau, da quasi zu spenden. Das ist ja grundsätzlich sehr redlich. Ich glaube, sie kriegt jetzt jeden Monat 5% mehr. Ich weiß nicht, ob sie die jeden Monat spendet. Glaube ich nicht. Der Roman fügt gerade ein, er glaubt nicht. Ich bin ja nicht so der Mann des Glaubens. Insofern sage ich dazu jetzt einfach einmal nichts. Aber ich halte. Die Erfahrungswerte sprechen dagegen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich halte fest, es wäre positiv und ich halte fest, von der Politik, die bekanntlich meiner Meinung nach generell ein dreckiges Geschäft ist, ist jetzt eher nicht so viel Positives zu erwarten. Sei es wie es sei, falls ihr euch fragt, was ich da die ganze Zeit hinpicke, der Roman hält sehr fest, wir sind da immer noch beim Thema WHO, das heißt immer noch beim WHO-Vertrag, immer noch bei der Änderung der International Health Rules, also der Gesundheitsvorschriften und damit der Machtabgabe an die, warte, da drüben ist eine Mistkurve, und damit an der Machtabgabe an eine nicht demokratische, ja, ich sage jetzt einmal ganz frei, von Lobbyisten finanzierte Organisation, deren Präsident, wir reden da vom Herrn Tedros, selbst eine höchst fragwürdige Persönlichkeit darstellt. Und ja, jetzt hat er sich entschieden, dass er doch fährt. Es ist sehr schlimm, seitdem ganz viele Autofahrer offensichtlich unter den Trompenbildungen gewisser Stoffe, die es seit geraumer Zeit in den Körpern der Österreicher gibt, ist es mit den Autofahrern auch ein bisschen schwierig. Aber das ist jetzt natürlich nur meine Meinung. Sei es wie es sei, dieser WHO-Vertrag sollte jetzt dann oder wird jetzt dann offiziell im März schlagend und dann mit 2025 umgesetzt. Und ja, was der Hammer. Das ist schön. Das ist schön. Autsch. Bis jetzt haben wir das, wie gesagt, in klein gemacht, aber wir sind natürlich unbeugsam und haben das natürlich auch in groß. Wir sind ja auch jetzt bei der Nähe der Hauptzentrale, der Autsch. Ja, und ich hab mir gedacht, da kann man schon mal ein bisschen großflächiger. Aufklärung betreiben. Weil wenn wer Aufklärung braucht, dann behaupte ich ja, unsere lieben politisch linksversifften, totalitär agierenden, so nach dem Motto Ungeimpfte ins Gas, wir impfen euch alle. Du würdest für dein Land sterben, bitte mach. Also diese unglaublich humanen Menschen, die sich da stets auf der richtigen Seite zu glauben scheinen, die brauchen ja ein bisschen Aufklärung, deswegen bitten wir es da hin. Und sonst holen sie sich vielleicht wenigstens eine Nagelbettentzündung auf irgendeiner eigenen verschmierten Wand. So, egal.
der Booster wird es dann schon richten. Genau. Und ja, wie gesagt, also dieser WHO-Ding ist immer noch Thema, deswegen klären wir da auch ein bisschen auf, auch die lieben Kleinen, die hier in Mühlen eine Hochburg haben. Obwohl man, wenn man es einer altersgerecht und niveautechnisch auf passender Höhe hinklebt, feststellen muss, sie tun sich trotzdem ein bisschen schwer. Ja, das Leben ist grausam. Ne? Egal. So, damit weiter im Text und weiter im Weg. Oh. Warten wir, dass wir nicht zusammenfahren werden, dann schaut das mal gut aus, dann schaut es auch gut aus. Jedenfalls, dieses WHO-Thema ist immer noch aktuell, aber da unterbreche ich mich jetzt schon zum wiederholten Male selber. Ich glaube, das haben wir in den letzten Videos eh schon ein bisschen forciert. Deswegen zurück zum heutigen Thema. Wir sind, wie gesagt, am Weg zu den Freiheitlichen, zum Gemeinderatswahlkampfsauftakt und damit am Weg zum Imlauer. Ich hatte das hier in unserem Dr. Ganser Videobeitrag rund um den Vortragsabend im Kongresshaus in Salzburg von der Menschheitsfamilie.at schon erwähnt. Das Hause Imlauer ist gleichzeitig auch Host Location, um das mit einem Anglizismus auszudrücken, für die stylische Jugend, die unsere Videos eh nicht schaut, von der Schwarzen Nacht regelmäßig. Ich war da einmal lange pre-Covid sozusagen selber einmal. Das heißt, ich habe damals dem Rusty wegen einen Abend mit meiner damaligen kurzzeitigen Lebensabschnittspartnerin verlebt. Stimmt mich heute aus mehreren Gründen melancholisch, da wieder hinzugehen. Zum einen ist, weil sich diese Lebensabschnittspartnerin trotz ganz großer geschwungener Worte da so in der Krise oder so ganz allgemein als charakterlich ziemliche Enttäuschung herausgestellt hat. Und zum anderen, weil, wie gesagt, das Haus Imlauer nicht nur die Schwarze Nacht veranstaltet, sondern morgen dann auch den Polizeiball und heute eben eine freiheitliche Veranstaltung. Das heißt, die Gastronomie und Hotellerie präsentiert sich, wie wir sie seit eh und je kennen. Man richtet sich nach dem Geld und bückt sich da in alle Richtungen. Egal, so ist es heute. Kann ich mal ganz kurz? Bitte. Du, wenn wir gerade bei den Schwarzen in Schwarze Nacht waren, wir hatten ja auch die österreichische Verbrecherpartei, die wo es ja noch immer unter der Unschuldsvermutung derzeit gilt, ja auch schon mal den Gesprächstisch gefilmt. Also wir hatten auch diese Partei schon videotechnisch in einem offenen Gespräch versucht, einige Klarheiten zu eruieren. Da mussten wir jetzt auf die Sprünge helfen. Wann haben wir ein Gespräch? Beim Platzl. Ach so, nein, das war kein Gesprächstisch, sondern das war das Bürgerrat. Da hat sich eine relativ kleine Nummer... Ich nenne den Tisch, den es da aufgestellt haben, als Gespräch. Ja, ja. Nein, das war ja das Bürgerrat. Das ist richtig. Ja, so ein Lastenfahrradl, wo man vorne auf der Ladefläche sozusagen ein bisschen was da kann. Da haben wir. Das war ja eher so eine vermeintliche Infogeschichte. Aber wir haben diesen vorhin genannten kleinen, also eher unbedeutenden ÖVP-Funktionär da mit unseren Fragen eigentlich beehrt. Und es hat sich herausgestellt, der gute Mann konnte auf keine unserer Fragen oder wollte auf keine unserer Fragen oder durfte auf keine unserer Fragen antworten. Was dann natürlich in meinen Augen so eine Bürgergesprächsinformation ein bisschen ins Sinnlose zieht, aber das macht ja nichts. Aber du hast recht, ja, wir haben uns
dem auch schon mal gewarnt, aber da weichen wir jetzt ab. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir jetzt eben am Weg zum Imlauer sind, der, wie gesagt, Veranstaltung aller Couleur, zum Teil mit sehr kurzen Zeitintervallen, macht. Die Hauptsache, der Rubel rollt, wie man sozusagen in ukrainisch-russischen Tagen gesagt hätte. Heute ist das natürlich einmal mehr ein Affront. Ich darf dabei daran erinnern, mit 24. Februar, also es dauert nicht mehr lang, jährt sich dieser für Zivilbevölkerung und Soldaten verheerende Militärkonflikt inzwischen zum zweiten Mal. Und es ist sehr schön, dass man mit inzwischen 12 Sanktionspaketen, die ja alle zwangsläufig dafür sorgen, dass Putin in die Knie gezwungen ist und die russische Wirtschaft ihn zum Abdanken oder Umdenken oder um es mit Annalena Baerbocks Worten zu sagen, zu einer 360-Grad-Wende zu bewegen, unglaublich gut funktioniert. Kürzlich hat die EU in ihrer unglaublichen Kompetenz ja beschlossen, erneut weitere 50 Milliarden in dieses korrupte Land zu schicken. Wie gesagt, der Konflikt dauert inzwischen bald 2 Jahre an. Aber es ist schön, dass wir in Deutschland eine Rezession haben, die Wirtschaft in Österreich kracht und die russische Wirtschaft gerade um, ich glaube, knapp 5% gewachsen ist. Wer das genauer ausgeführt haben will, kann sich das anschauen bei Gerald Gross. Der hat sich auch mal in seiner gewohnt eloquenten Art und Weise dieses Themas angenommen. Und ja, ich finde es total schön, dass das so ist. Also nicht, dass sich Gerald Gross der Sache angenommen hat, sondern dass man einmal wieder sieht, wie toll unsere Politik, sowohl auf Landesebene, auf Bundesebene oder eben auch zentralistisch in der EU, da funktioniert. Das ist schon ein großes Kino. Russland gewinnt an Wirtschaftseinnahmen seit den letzten 10 Jahren stetig dazu. Ja, wie gesagt, ich wollte an dieser Stelle, weil wir eben mit 24. Februar, glaube ich, jährt sich zum zweiten Mal, da eben erwähnen, dass wir da jetzt auch bald wieder ein Jubiläum haben und dass das gut läuft. Aber egal. So. Machen wir erst da, weil dann renne ich das Fräulein nicht nieder. Das soll bedeuten, dass sie keine nennenswerten Staatsverschuldungen zu verzeichnen haben. Ja, wie gesagt, wenn die Österreicher und die Deutschen im Schulterschluss in Sachen Blödheit, Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage, es ist sich hoffentlich im Verfassungsbogen und in der Meinungsfreiheit noch gerechtfertigt. Dass es bei dir passt, lieber Roman, ist mir klar. Du bist da auch unangebracht, das ist bekannt. Besten Grüße gehen raus. Also wie gesagt, dass die Deutschen und die Österreicher, also die zwei FFP2-Nationen, da einmal mehr im Schulterschluss der Welt zeigen, zu welch unglaublicher Blödheit sie imstande sind. Das ist einfach ja sehr spannend. Aber ja, offensichtlich ist der Mensch ja in der Lage, seine Geschichte niederzuschreiben und nicht daraus zu lernen und sein Elend immer wieder zu wiederholen. Und das Lustige ist, es gibt dann sogar Menschen, wo ist denn da der Scheiße anfangen? Es ist, also Schwurbeln ist unglaublich toll. Ich habe vor kurzem das Angebot bekommen, dass jemand den Sherpa für meine Tasche macht. Total nett. Inzwischen brauche ich eher einen, der mir den Beleuchter macht, damit ich am Klebebadel einen Anfang finde. Da, das könnte er sein. Ja, na schau. Den Fingernagel sei Dank. Ja, meine sind jetzt noch nicht so geprobt und routiniert im Kratzen wie die von irgendwelchen sogenannten politisch korrekten, linksversifften, indoktrinierten
Kindern, aber ich halte fest, es geht auch bei mir scheinbar noch. Gerade deswegen hast du ja was zum Ertasten. Ja, ja, ja. Die haben wir, glaube ich, bis zum Nagelbett schon runtergekratzt, so viel wie du verklebst. Das kann ich nicht beurteilen. Das Schöne ist, ich muss an dieser Stelle sagen, weil ich gerade da einen treuen Follower unseres Kanals oder Romanskanals erwähnt habe. Es freut mich natürlich, wenn unsere Videos geschaut werden. Es tut mir auch leid, dass wir auf Kommentare und Ähnliches nicht immer zeitnah reagieren, weil wie ihr seht, sind wir viel unterwegs und das kostet ein bisschen Zeit. Aber der Vorteil an der Sache ist, dass das Material, das ich da verklebe, zumindest dadurch auch immer ein paar Tage Zeit hat zu hängen, bis dann einer von den Gutmenschen, der vermeintlich unsere Videos verfolgt, sieht, ah, da waren die zwei Deppen wieder unterwegs, da müssen wir jetzt ausrücken und alles, was sie hingeklebt haben, wieder runterklettern. Das tun sie auch sehr eifrig, da muss ich sagen, das zeigt, welch unglaubliches Potenzial und welchen Eifer man auch für die falsche Sache entwickeln kann. Ich glaube, unsere Routen sind schon generell bekannt. Ich muss schon sagen, also ich habe ja letzthin im Neutor auch an ein, zwei Stellen was hingeklebt, die jetzt nicht klassisch zu den üblichen Spots gehören. Und wir haben ja da am Herbert von Karre am Platz was hinpickt. Und kaum war das Video, in dem gezeigt wird, dass wir da waren, raus und online, war dann am nächsten Tag das Material auch weg. Das heißt, ich gehe davon aus, eventuell halten diese lustigen Zettel hier jetzt so lange, bis dieses Video online ist, und nachdem wir da immer mindestens 3-4 Tage nachhängen, wenn nicht sogar länger, weil eben so viel los ist in diesem verbenedeiten Land, dann haben die Gassigeher, Touristen, Spaziergänger, Leute am Weg in die Arbeit etc. blablabla, da zumindest die Chance, ein bisschen diese Plakate zu sehen. Eventuell spielt sogar das Wetter mit, weil ihr wisst ja, wenn es regnet oder schneit, ist es immer nur das Wetter. Und wenn es zu warm ist, ist es das Klima. Und es bleibt eventuell trocken genug, dass man diese Plakate hier vielleicht, oder diese Infozettel, vielleicht ein bisschen ja, lesen kann. Und vielleicht findet sich der eine oder andere, der erstaunt feststellt, ah schau, das habe ich noch gar nicht gewusst. Und das vielleicht dann im Freundeskreis verbreitet oder vielleicht sogar abfotografiert und im Netz, in den sogenannten sozialen Medien teilt. Der Roman wird jetzt wieder sagen, ich bin ein schöner Optimist. Ich hätte dann einfach gesagt, danke fürs Schön. Das mit dem Optimisten ist falsch, aber irgendwer hat ja mal gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und deswegen sagen wir mal so, ordnungsgemäß entsorgt. Ich sage immer, die Hoffnung bringt dann ganz am Ende um, als allerletzter. Naja, aber schau, das Schöne ist, also ich stelle fest, da hat jemand relativ neu und hochwertig so ein Jahr zum Essling hingeklebt. Sonst ist natürlich viel Fußball, ist klar. Da klätzelt irgendwie keiner. Der Fairness wegen bemerke ich, ich klätzle auch nicht, weil ich gestehe ja auch Leuten mit anderer Meinung durchaus zu Infomaterial, Aufklärungsmaterial oder Meinungsäußerung zu betreiben, indem man irgendwo was hinklebt. Jeder möge sich da dann selber seine Meinung bilden. Meine ist die, dass eine historische, also im Altstadtbereich historisch gewachsene und mit alten Bauten versehene Stadt, also ein großes Dorf mit 160.000 Einwohnern knapp, meines Erachtens noch keine U-Bahn braucht, und was anderes ist ja der S-Link nicht. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich da mit meiner Meinung wieder alleine. Und es gibt Leute, die das für sinnvoll halten, in Zeiten des ökonomisch-wirtschaftlichen Irrsinns herzugehen und da sage und schreibe geplant 3 Milliarden Euro letztendlich in so ein fragwürdiges Bauprojekt zu ballern, aber egal. Was ich interessant finde, ganz wieder zurück zur österreichischen Verbrecherpartei, da wo noch immer die Unschuldsvermutung gilt, vielleicht in naher oder ferner Zukunft die Unmutsvermutung, da bei diesem eingeblendeten Plakat, was ich heute gefilmt habe,
da haben sie Angst vor einer rot-rot-grünen Politik. Vom Blau anscheinend am Plakat haben sie gar keine Angst mehr. Ja, da vielleicht deswegen, weil sie ja glauben, dass die vielen nützlichen Idioten, die im Regierungssinne, in Klammer hätte gesagt, im Regierungsauftrag letztendlich medial gepusht, da jetzt gegen rechts auf die Straße gehen, dass die dieses Thema Blau vielleicht erledigen. Vielleicht aber auch, dass man sich den letztmöglichsten Koalitionspartner nicht verdirbt und ein komplettes Hintertreff kommt. Naja gut, wie gesagt, aktuell sind ja die Blauen schon in der Landesregierung. Ich habe das ja vorhin am Beginn unseres nächtlichen Spaziergangs, also heute mal ohne fossile Brennstoffe, ganz klimaneutral sozusagen, erwähnt. Da sind wir ja jetzt aktuell eh schon drin, genauso wie übrigens in Niederösterreich und in Oberösterreich. Und ich halte halt nochmals fest, in Niederösterreich ist die Landesmutti, die Grand Dame der ÖVP, sprich Mikl-Leitner, wieder Landeshauptfrau. Und ja, in Oberösterreich gibt's Greg Queen Lesungen im konservativen schwarz-blau regierten Land. Es gab jetzt diesen Buddha-Tanz in Bad Ischl und Co. Auch darüber ist von uns neben vielen anderen berichtet worden. In Oberösterreich sind die Vorträge vom Dr. Ganser kurzfristig abgesagt, weil Veranstaltungsort zurückgenommen worden. Wir haben das in unserem Urteilsvideo von Herrn Peter Schutter verarbeitet, darum werden wir jetzt einblenden. Ja, in Salzburg ist die vorhin erwähnte Marlene Swatzek eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen umgefallen, wie es um diese politischen Gagen ging. Und ja, da haben sie einen Baum zusammengeschnitten. Schaut mal, ich muss echt unterbrechen. Das war so ein toller Baum, ein sogenannter Griechbaum. Wurde schon von einer Steinsäule abgestützt. Als kleines Kind bin ich da so gern aufgekraxelt. Vor 4 Jahren habe ich es wieder mal probiert und habe mal helle Freude da oben gehabt. Der hat ein gutes Bild und tolle, tolle Vibes, Gefühle in den Raum getragen. Na ja, schaut. Ja, pflichtig bei. Na, jedenfalls, also die ist meines Erachtens noch da eh schon bei den Politikergagen ein bisschen umgefallen, auch wenn sie dann etwas gespendet hat. Hat sich, wie gesagt, da in Sachen Asylquartier oder generell Asylpolitik in den Zeiten seit ihrem Amtsantritt jetzt da ganz offensichtlich, wie wir bemerkt haben, auch nicht berühmt gemacht. Deswegen, ja, werden wir da heute da durchaus ein, zwei kritische Fragen stellen. Und, ja, mal schauen. Da haben wir jetzt übrigens, weil wir bei den Neos zuerst auch waren, wir waren ja da bei so einem Infoabend, wie gesagt, die Frage der Neos, warum sperren in Salzburg Stadt so viele Unternehmen zu? Ja, die dürft sich jetzt selber stören und dann dürft sie eventuell die Neos wählen, die übrigens all diese Maßnahmen, die dazu geführt haben, mitgetragen haben. Aber so das ist jetzt natürlich nur meine Meinung. So. Aber bist nicht allein mit deiner dann Meinung. Haben wir da, warum verlassen so viele junge Menschen die Stadt Salzburg? Ich kann es mir auch nicht erklären. So, und dann haben wir da noch Lebensraum statt Thymialplatz. Ist auch nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass dieser Lebensraum tatsächlich vom Tourismus lebt. Ja? Also ich bin durchaus kein Freund dieses Overtourism, wie es so schön heißt. Und ich habe auch keine Freude, wenn ich bei der Haustür raustrete und schon einen halbtretenen Chinesen am Schuh kleben habe, der bei mir vor der Haustür auf der Suche nach Mozartkugeln war oder so. Aber ich finde es trotzdem spannend, wenn man hergeht und in einer Touristikstadt sagt, wir wollen keinen Touristenalter. Ja. So, da haben wir jetzt wieder heute ohne Menschentraube davor.
das Kongresshaus. Wie gesagt, da waren wir letztens beim Dr. Daniele Ganser. Und weil wir hoffentlich, muss ich schauen, was die Uhrzeit sagt. Ja, wir haben noch eine Zeit, dann können wir da noch einen solchen her da. Und wenn man uns in vandalistischer Art und Weise. Moment! Und die Biobox. Aha! Und wenn man uns schon in vandalistischer Art und Weise so ein tolles Plakatständer-Dings hinstellt, dann nutzen wir das natürlich gleich. Naja, also. Das Tolle ist. Sollte nicht verkommen, gell? Genau, das Tolle ist, es gibt ja Menschen, die sprayen mit Lacksprühdosen irgendwelche Graffitis an Wände, Zählerkästen und sonstiges. Das sehe ich, wie gesagt, tatsächlich schon als Form von Vandalismus an. Und nachdem diese Wände, diese Zählerkästen und ähnliches nicht mein Eigentum sind, halte ich nicht besonders viel da sozusagen Schaden zu verursachen. Deswegen klebe ich hier grundsätzlich, wie schon mal erwähnt, wenn ich Sticker wohin klebe, die nur auf Laternenpfosten etc. blablabla, wo schon dementsprechend was üben ist, weil ich denke, ob man dann einen Sticker runterschleift, glätzelt, wie auch immer, oder zwei oder fünf, ist dann wahrscheinlich schon wurscht. Und dasselbe sehe ich tatsächlich auch so mit irgendwelchen Infozetteln. Aber wie gesagt, auch da ist natürlich einmal mehr der Punkt, dass ich selbst da, ich erkläre es nochmal, wie ihr hier sehen könnt, Malerband verwende. Das ist nämlich leicht abzuziehen. Da müssen Sie dann nicht einmal die linksversifften, indoktrinierten, politisch wenig gebildeten, lieben Kleinen mühen. Und falls ihr jetzt wissen wollt, warum ich die indoktrinierten, linksversifften, lieben Kleinen mit so bösen Worten versehe, ich habe vor geraumer Zeit auf meiner Facebook-Seite, der Roman wird es verlinken, einen inzwischen, glaube ich, fast 3 Jahre alten Beitrag von, wie hieß die Reporter, verlinkt, wo sich eben sogenannte Antifa, wie soll man das jetzt sagen, Aktivisten in irgendeiner Form zu einem Interview bereit erklärt haben und da ein bisschen erklären, wie sie sich die Welt vorstellen. Und wenn man sich das anschaut, dann stelle ich fest, dass es da eigentlich um ziemlich unrealistische Träumereien von Menschen geht, die berechtigterweise mit der Ist-Situation unzufrieden sind und da Handlungsbedarf sehen, etwas zu verändern, was ich ja gar nicht schlecht finde. Dabei allerdings Gewalt zu ihren Zwecken völlig okay finden, Gewalt von rechts und allem anderen berechtigterweise falsch finden. Aber es kann halt nicht sein, dass man im eigenen, wie soll man sagen, Blasenbild sagt, wir dürfen den anderen mit dem Hammer am Kopf fahren und die anderen, wenn mit dem Baseballschläger wen verklopfen, sind böse, sondern ich halte beides eigentlich für ziemlich bekloppt. Aber wahrscheinlich macht mir das jetzt wieder zu irgendeinem Fascho, Bildungsfernen, etc., 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 etc. Sei es wie es sei, wie gesagt, wir machen das trotzdem brav mit Malerband, da passiert nichts, da entsteht kein großer Schaden. Und ja, der Roman hält fest, dieses kleine Gebäude da gegenüber ist jetzt dann quasi Imlauer Hotel, Bitterkeller, Imlauer Skybar.
Da werden wir jetzt einfach einmal übersetzen. Das machen wir gleich da, weil da haben wir es mal grün. Wer hätte das gedacht? Und dann werden wir mal schauen, in welchen Saal wir da müssen. Das ist jetzt 20:07 Uhr. Das heißt, der Roman kann vor der Tür noch eine Meditationsräucherstäbchen-Geschichte machen und dann sind wir drinnen, suchen uns einen geeigneten Platz und der Roman steigt dann wieder ein, wenn es was Spannendes gibt. Da haben wir jetzt eine übergroße Speisekarte, täglich von 9 bis 1 Uhr geöffnet. Na schau. Anders wie beim Sternbräu ohne Preisangabe, sonst darfst du wahrscheinlich gar nicht mehr reinschauen. Ich wollte gerade sagen, wenn du als Vorspeise gleich als erstes ein Beef Tartar vom Weiderind mit Wachtelspiegelei hast, ja, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn du keinen Preis dazu schreibst. Weil da würde es vielleicht den einen oder anderen vor der Tür dann doch so schrecken, dass man da vielleicht in der anderen Säule neben der Speisekarte gleich ein Defi anbringen müsste. Aber das ist jetzt natürlich auch nur wieder meine Meinung. Wir haben ja letztens auch schon festgestellt, dass auch beim Sternbräu eine kleine Vorspeise, sprich so ein Jausenteller Essigwurst, 8,90 kostet. Egal. Ich bin jetzt mal mit ganz viel Liebe raus. Der Roman macht ein Räucherstäbchen an und dann sind wir da drin. Und die Dame hinter uns ist total fasziniert, weil ich so viel Liebe schicke. Ja, so ist es halt in Österreich, gell? Und nicht vergessen, wenn es jetzt aufs Klo geht, auf Pause drücken. Baba. Bis dann. Die freundliche Dame an der Rezeption hat uns darauf hingewiesen, dass wir im falschen Imlauer Komplex sind. Das haben wir jetzt gerade auch festgestellt. Das heißt, wir gehen jetzt einen Häuserblock weiter in ein weiteres Haus Imlauer und sind dann dort richtig. Dann muss ich meine im langen selbstverliebten Geschwafel vorhin erwähnte Rede etwas abkürzen. Tatsache ist, hier hat der ÖVP-Ball stattgefunden, sprich die Schwarze Nacht. Seit dem Jahr 2020 nicht mehr mit Aufstellern publik gemacht. Warum das so ist, das könnt ihr euch jetzt selber erklären. Und ja, im etwas weniger pompösen Bau, sprich etwas heimatümmeliger, etwas näher am Bahnhof gelegen, ist jetzt dann die Veranstaltung, zu der wir wollen. Ist nicht weit. Ist nicht weit und wir werden das zeitlich noch schaffen, denke ich. Wir sind ja immer ein bisschen früher dran. Ich wusste nicht, dass das Haus Imlauer da inzwischen mehrere Dependancen hat, aber ja. Du, wir lernen somit auch nicht nur viele Arten der Gerichtssäle kennen, wie in Linz, sondern auch in Salzburg ein paar neue Gastronomie-Location, die wir von innen noch nicht gesehen haben. Naja gut, nachdem ich seit 2020, bis auf ganz wenige Ausnahmen, kaum in der Gastronomie unterwegs bin. Die Gründe dafür dürften jedem, der ein bisschen nachdenkt, klar sein. Hotel Imlauer, okay, nein. Hotel Gastgarten Stiegl. Hotel. Da sind wir richtig. Hotel Bräu Imlauer, das ist es. So, da sind wir jetzt vor dem Bräu, also ein bisschen heimatümmerlicher, volksnäher, der Roman steigt ein, wenn es wieder was gibt. Wir gehen da mal rein. Schönen wunderschönen guten Abend. Ja. Ihr freundlichen Kollegen vom bösen Nachbarhaus hat uns erklärt, wir müssen hier hin, wenn wir uns heute die Frau Swatzek und den Herrn zukünftigen oder nicht zukünftigen Bürgermeister anschauen wollen. Mhm. Wo muss ich hin? Ich begleite das. Dankeschön. Ja.
Hallo. Ja, ich hätte gleich überfallen, wollt ihr auch schon was zu trinken mitnehmen? Wir suchen uns einmal einen Platz und sobald wir das gesichert haben, sehr gerne. So. Das Kunstwerk, das gehört weg. Schönen guten Tag. Darf ich mal kurz zwischengrätschen? Werden da noch bei den Vortragssachen drauf projiziert? Es wird ein Video abgespielt werden. Ein Video wird abgespielt werden und die Kandidaten, glaube ich, werden auch mal hinprojiziert. Ja, sehr schön. Also ich weiß, wo ich mich hinsetze wegen Aufnahmen und so, gern, dass man da was gern. Tolles festhalten gern, kann. Gern, danke. Viel Erfolg für euch. Danke. Ja, wie ihr seht, sitzen wir jetzt mit großem Hintergrundgemurmel in einem inzwischen bereits halb gefüllten Saal. Wir wurden von einem freundlichen Mitarbeiter des Hauses Imlauer hergeführt. Das ist gut und man kann sich hier mitunter durchaus verlaufen. Der Roman hat bereits ein Getränk bekommen. Meins wird gerade geliefert. Vielen Dank. Und ein der Partei nahestehender junger Mann hat den Roman und mich aufgrund des Stativs darauf hingewiesen, dass sie hier heute selber filmen. Wir haben angefragt, ob eines Interviews mit der Frau Swatzig bzw. dem Herrn Dürnberger, das ist dieser Herr hier für alle, die ihn noch nicht kennen. Und ja, man hat gesagt, der Mann muss das mit dem Herrn Dürnberger persönlich besprechen. Die Frau Swatzig steht wahrscheinlich nicht für ein Interview bereit. Und es werden hier, wie gesagt, heute nur von der Partei selbst Videoaufzeichnungen gemacht und Privatpersonen, sprich anderwertiger Presse, wie eben dem Roman, ist das nicht erlaubt. Dementsprechend haben wir den Fall, wie wir das schon mal beim Herrn Klien hatten. Nicht, dass ich jetzt der große Fan des ORF wäre, ich glaube auch das ist bekannt, aber es gab einst den Saga der Freiheitlichen, also wer uns ausgrenzt, hat eigentlich eh schon verloren. Und man wiederholt hier einmal mehr eine Ausgrenzung der Presse. Finde ich sehr schade. Ich denke, wenn man in den Umfragewerten so steht, wie es die Freiheitliche Partei aktuell tut, dann sollte man sich auch gefallen lassen, von diversen Medienvertretern gefilmt und vielleicht auch mit kritischen Fragen in irgendeiner Form belästigt zu werden. Das ist scheinbar nicht gewünscht und es zeigt einmal mehr eigentlich, wie die Polit- und Presselandschaft in Österreich ist. Ich habe das am Weg hierher ja schon erwähnt, Österreichs Pressefreiheit rangiert irgendwo hinter Namibia. Ja, so ist das halt. Der Roman macht jetzt somit seine Kamera aus. Sollten wir den Herrn Dürnberger für ein Interview bekommen, wird der Roman das natürlich festhalten. Sollten wir die Frau Swatzig bekommen, werden wir das festhalten. Und nachdem wir natürlich gut erzogen sind, werden wir uns daran halten und werden dann einfach nach der Veranstaltung ein Fazit abgeben und ihr werdet dann sehen, ob es zu Interviews gekommen ist und was wir zu dieser Veranstaltung im Nachhinein zu sagen haben. Damit hätte ich jetzt einmal gesagt, Prost, liebe Seherschaft von CryptoTV und ja, dranbleiben, vielleicht gibt es ja noch was. So, schauen wir mal, dass wir unseren Kandidaten haben. Einmal kurz da, ich habe gerade mit ihm gesprochen. Okay. Ich habe dann doch noch das Kamerafilmen bekommen. Ich habe einfach gefragt, wir sitzen da vorne, habe ich mitgeteilt, wenn er dann Zeit und auch muss. Hat auch mitgeteilt, dass ich auch noch einen Kollegen habe und auch vielleicht dieses Gespräch, wo wir vielleicht mal was ausmachen könnten, nicht ausschließen will, weil wir dort gleichwertige Partner sind. Aber wenn er dann Zeit hat, dass er dann zu uns rüberschaut. Und dann hat er gesagt, ja, sehr, sehr gerne und vielleicht geht es ja doch noch was aus, er muss es nur überlegen, weil er gibt dann noch einen, er hat kurz unterbrochen gesagt, was er auch ein Kampfer hat es nicht vielleicht. Gell? Und sagt er, ja, klar, weil wir sind eine Partei von gleichen Augenhöhe und ja. Aber er wird dann demnächst einmal gleich vorbeischauen. Genau, weil er ist von dem Tisch da hinten aufgestanden, hat er schon und ist ganz leise stehen und heimlich da hinten da.
ungefähr 10 Minuten Zeit für die Stunde. Das sagst du, wie du hast die Zeit. Ich hätte mal gesagt, du baust da mal in Ruhe fertig. Ich nehme dann, wenn ich noch einen Kompetenz habe, dass ich wirklich viel trinke, da in Ruhe aus und dann probiere ich es nochmal ganz freundlich. Und ja, nachdem man ja eh nicht nein sagen kann, wie wir ja schon festgestellt haben, gibt es dann entweder in Ruhe ein. Ich habe ja gesagt, schon wieder, dass die Fäden gezogen werden. Politische Brandstifter. Fazit? Fazit, wir stehen jetzt bei ausgeschalteter Außenbeleuchtung. Der Roman wird es festhalten, kann dabei auch gleich auf den Dienstwagen, das ist der schwere BMW-SUV, der da steht, einen Kameraschwenk machen. Ihr wisst ja, das ist durch die Medien gegangen. Die Frau Swatzig hat ja unter anderem mit durchgesetzt, dass der IGL 100er weg ist. Ja, das hat für viel Aufsehen gesorgt. Ja, wie gesagt, man spart jetzt hier beim Imlauer die Außenbeleuchtung. Es ist inzwischen auch schon, sage und schreibe, 12 Minuten nach 9. Das heißt, die Veranstaltung hier hat um 19 Uhr begonnen. Ungefähr eine 20-minütige, 30-minütige Rede von der Frau Swatzig mit neuer, etwas gekürzter Frisur. Und dann hat der Spitzenkandidat selbst eine flammende Rede über den Mut und die Wut, die er bei manchen Dingen, die in Salzburg aktuell Thema sind, verspürt und die er angehen möchte, gehalten. Problem an der Sache ist, der Roman und ich haben schon festgehalten und wir werden es auch nochmal an dieser Stelle einblenden. Diese Veranstaltung heute ist öffentlich, im öffentlichen Raum, mittels Aufstellern beworben worden. Das heißt, es ist keine parteiinterne Privatveranstaltung, keine Parteiklausur im Ausschluss der Öffentlichkeit oder ähnliches gewesen. Dennoch hat uns, wie wir anfangs festgehalten haben, der Parteisekretär darauf hingewiesen, dass die FPÖ nicht möchte, dass gefilmt wird. Sie würden das an diesem Abend hier und heute selber tun. Trotzdem war unter anderem der ORF zugegen. Der Roman hat ein, zwei, weil mit dem Handy durfte man Fotos machen. Mag verstehen, wer will. Beweisschnappschüsse gehalten, also der ORF war zugegen. Es waren auch weitere Leute zugegen, die mit professionellen Kameras Fotos gemacht haben und Aufzeichnungen gemacht haben. Wir von Krypto TV durften das nicht. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Tatsache ist, es ist sehr, sehr schade, weil der Roman hat im Vorfeld dann den Herrn Dürnberger selbst nochmal gefragt. Er hat gesagt, er hat kein Problem, wenn gefilmt wird. Hat das dann aber auf Parteilinie doch nochmal widerrufen, neben dem Parteisekretär, und hat auch auf meine Anfrage zum Ende der Veranstaltung jetzt für ein Interview gesagt, er müsse da erstmal nachfragen gehen, und ich bin wenige Meter daneben gestanden und durfte das vehemente Kopfschütteln von Frau Swatzig und dem Generalsekretär sehen, dass keine Interviews gegeben werden. Ich persönlich muss jetzt einfach mal sagen, ich bezweifle ein bisschen die zitierte Wut und den zitierten Mut, etwas zu verändern, wenn man sich als Spitzenkandidat noch nicht mal vor eine Kamera von einem Medium wie dem unsrigen mit irgendwo zwischen 25 und, ja, wenn es um Herbert geht, 3000 Zehern wagt. Aber ja, das ist halt einmal mehr das große Politkasperltheater, das wir gewohnt sind, von dem wir wissen, so ist halt das System. Und ja, ich habe mich bei dem Kandidaten dennoch sehr freundlich für die auch hier kostenlose Verpflegung, das heißt in meinem Falle zwei Spezi, im Falle vom Roman zwei kleine Bier, bedankt. Ein kleines und ein großes. Entschuldigung, Fake News. Also ein kleines und ein großes Bier beim Roman, zwei Spezi bei mir. Wir halten also fest, auch das wurde auf Steuerkosten, also von uns selber an uns selber zurückbezahlt. Der Saal hier war wesentlich größer als jener im Sternboy bei den Neos. Das heißt, die Rechnung für Getränke dürfte hier um einiges höher ausfallen. Aber die FPÖ sind ja im Moment auch in den Umfragen gut am Galoppieren. Und ich gehe davon aus, dass man sich da eventuell mit
Wahlkampf und Parteienförderung so ein paar Getränke schon leisten kann. Wie gesagt, man stellt ja auch Wahlaufsteller auf, um zu zeigen, mit wie viel Mut man etwas verändern will. Man hat dann nur nicht den Mut zu einem Interview, damit auch eventuell kritische Stimmen, die nicht aus der eigenen Parteigruppe kommen, ein Interview gibt. Das Gute an der Sache ist, wir sind damit zeitig genug, dass ich jetzt ganz entspannt in den Dienst gehen kann, ohne dass wir da irgendwie meinen Arbeitgeber informieren müssen, dass ich mich ein bisschen verspäte. Das ist sehr positiv. Das Wetter ist auch ganz ansprechend. Wir haben auch noch ein lustiges Taschenkalender-Hardcover-Büchlein in umweltbedenklichen Plastik eingeschweißt, mit Prägung der Freiheitlichen Partei Österreichs als Wahlgeschenk mitgenommen, zusammen mit den Neo-Stressbällen und den Neos-Bonbons kann man jetzt also bald richtig loslegen, Memoiren zu schreiben. Dieses Büchlein, dieses blaue, könnte kein schwarzes Büchlein für uns werden. Wenn man da übrigens gerade sind, ich habe es gerade erwähnt, man hat da überall diesen Aufsteller hingestellt. Das ist er. Ich mache da noch ein bisschen ein Licht drauf. Hammer! Also wie gesagt, wenn man es im öffentlichen Raum aufstellt, aber sich dann nicht der öffentlichen Medienlandschaft stört, dem ORF, der sich aber akkreditiert hat, schon, weil der ist ja bekanntlich so FPÖ-freundlich, ja, dann ist das schon spannend. Aber nachdem ich schon wieder unglaublich viel selbstverliebt prabbele, man sieht halt auch hier, man hat einen Spitzenkandidaten, der viel verändern will, wenn es denn die Generaldirektion erlaubt. Irgendwie kommt mir das irgendwie alles sehr bekannt vor. Aber ja, so ist es halt, wenn man in einer Wahldemokratie lebt mit, also nicht, Systemparteien und Leuten, die halt letztendlich eigene Interessen, wie ich denke, umsetzen wollen. Ich wünsche, wie gesagt, dem Herrn Dürrenberger alles Gute für seinen Wahlkampf. Ja, exakt. Aber letztendlich dann im Sinne des Herbert, den großen Umsturz bringen wird, das wage ich zu bezweifeln. Bei aller vermeintlicher kritischer Äußerung muss ich allerdings sagen, dass alle anderen Kandidaten deswegen jetzt nicht besser dastehen, sondern es ist halt einmal mehr ganz klar das Problem, dass man eigentlich einfach, solange der Bürger seine Hoffnung auf die Vertretung durch Parteien stützt, verloren haben. Demokratie bedeutet letztendlich, dass die Macht vom Volk ausgeht und solange das Volk einfach nur alle paar Jahre seine Stimme abgibt, wird da wenig passieren. Dass das auch anders geht, wie gesagt, ist aktuell gezeigt bei den Bauernprotesten. Das heißt, mit friedlichem Protest, mit sozialem Ungehorsam und Ähnlichem hätte der Bürger es eigentlich in der Hand, die Geschicke seines Landes und damit auch seine eigenen in irgendeiner Form in die Hand zu nehmen. Aber wie gesagt, das würde voraussetzen, dass er sich für politische Themen interessiert und dafür auch aufsteht. Und erfahrungsgemäß tut er das nicht. Und deswegen ist jetzt einmal mehr die große Hoffnung, dass Herbert und alle, die da unter ihm sind, das blaue Wunder sozusagen vollziehen. Und in ein paar Jahren werden wir dann feststellen, dass das blaue Wunder auch nur letztendlich wieder irgendein Politding war. Ja, und damit hätte ich gesagt, ist für zum heutigen Abend meines Erachtens noch alles gesagt. Und ja, da gängen wir jetzt wieder in der Stadt Salzburg an dem heute auch mehrfach zitierten regenbogenfarbenen Zebrastreifen, der solcher dann eigentlich gar keiner ist, vorbei. Wenn wir schon davon reden, wie ich schon erwähnt habe, mit dem schwarzen Fleck auf der Weste. Wir stehen einmal mehr vor einem Bankhaus mit Stolpersteinen.
Kann man nicht lesen, es wisst ihr. Googelt, wo Stolpersteine Salzburg sind. Ja, wir leben ja in einem Land, in dem man Tätern große Denkmäler baut und Opfern kleine Stolpersteine gesetzt hat. Und ja, wie gesagt, soweit halt das Thema dann mit Niemals wieder und während den Anfängen, wenn wir gerade bei den während den Anfängen sind, ich habe da letzthin ein Poster aufgehängt. Wer hätte es gedacht, das ist schon wieder weg. Und weil ich stur bin, Schwurblertasche wird eröffnet und ich noch Zeit habe. So sieht dann übrigens das erwähnte freiheitliche im umweltbedenklichen Plastik verpackte Büchel aus. Ja, dann habe ich gesagt, also als Gesamtkonstellation halte ich fest, wenn der Bürger nicht anfängt, seine eigene Position als souverän wahrzunehmen, sondern nur hofft, durch irgendwelche, ich weiß, das Wort ist geschichtlich schlecht behaftet, Führer was zu machen. Wie gesagt, dann sind wir da bei Gebetskreisen von einem Valentinus von Salzburg, einem Merlin, selbsternannten Aufständischen und, keine Ahnung, politischen Heilsfiguren. Da ist auch nie weiter bei Meditationen kommen, der Merlin. Nein, es ist ja, wie gesagt, die Tatsache ist halt einfach, wenn sich Leute hervortun und vermeintlich da meinen, Leute führen zu müssen, aber dabei halt nicht anecken wollen, beziehungsweise erstmal bei irgendwelchen über ihnen Stehenden, und ich rede jetzt nicht von der Bevölkerung, weil bei der dürfte man ja anfragen, sondern bei Parteivorständen oder Lobbyisten oder Philanthropen nachfragen muss, ob man das denn darf. Ja, dann sind wir in einer Welt, in der dann, wie gesagt, jetzt kommt die Verschwörungstheorie, Männer wie Klaus Schwab, Bill Gates und andere eventuell am Ruder sind und das ist halt dann eher mal traurig. Aber wie gesagt, so ist es halt. Man muss dem Österreicher ja zugute halten, dass er es ja nicht wissen kann. Schließlich hat er ja, wenn man seine bewegte Geschichte sieht, einen Großteil seiner Zeit als Untertan diverser Reiche, Könige, Kaiser und sonst was verbracht und hat lediglich einen kurzen demokratischen Ausflug eigentlich gehabt, seit 45, sage ich mal. Und ja, da kann man natürlich gemessen an der über tausendjährigen Geschichte von Österreich nicht erwarten, dass der Bürger schon so weit ist, dass er das mit der Demokratie wirklich verstanden hat. Ja, ist alles sehr traurig, aber mei, so ist es halt. Und damit ziehen wir jetzt weiter in die dunkle, dunkle Nacht. Ich glaube, ich werde jetzt noch bei der heißen Kiste oder sowas essen und dem Roman vielleicht auch noch ein Würstel ausgeben, das mit Sicherheit billiger ist als im Sternbräu, damit der nicht vom Fleisch fällt. Sei bedankt. Und dann haben wir beide eine Unterlage für die Nacht. Schau, damit wir was zum Kotzen haben, ne? Na, aber schau, da haben sie letzte noch zugehabt und ist das der Laden? Nein, der ist eine Tür weiter, haben wir schon doch. Da haben sie jetzt aber schnell aufgesperrt. Da wäre fast ein Orgasmus gekriegt. Ja. Orgasmodorf. Das ist der Laden, der steht immer nur leer, das ist wunderbar. Dieser hier. Ja, im Christbaum haben sie weg da. Aber sonst ist alles gleich. Ja, dann habe ich gesagt, also wir werden da jetzt noch Würstel essen bei der Würstelbude. Eventuell noch ein WHO-Plakat aufhängen. Schau, auch dieses Geschäftslokal ist immer noch zu vermieten. Auch da hat sich nichts getan. Und ja, man sieht, es passiert nicht viel.
Nur Wahlplakate stehen mehr rum. Also da wieder die Grünen und da die Roten. Und letztendlich ist einmal mehr wie immer Fasching. Wobei, so wie das da mit dem... Schaut auch jetzt frisch aus, der Laden. Ich wollte gerade sagen, schaut auch so eher aus, wie wenn man da inzwischen nicht mehr offen hätte. Was hat der da? Da kommt dann eine neue Öffnung um 10 Uhr. Na schau. Humana, das ist einmal wieder. Ja, das ist ein Second-Hand-Laden und ja. Ich glaube, dass aufgrund der aktuellen Teuerung und des Politirrsinns da viele Leute in der ach so wohlhabenden Kulturstadt Salzburg vielleicht darauf zurückgreifen werden. Egal. Sechs Sales, ein paar Klicks mehr, geil. Ja, da muss ich allerdings dazu sagen, das ist bei Palmers jetzt okay, ja, weil die verkaufen halt einmal Unterwäsche. Also. So, Auto ist weg, wir gehen bei Rot, die anderen warten noch, dass ihnen das Männchen das erlaubt. Ah, da darfst du jetzt selber drüber nachdenken, wie sinnvoll das ist, liebe Österreicher. Warte, wenn wir gerade bei selber nachdenken sind. Ich habe ja da noch irgendwo. OHW! So, während der Roman da mal eine nette Großaufnahme macht, damit da klar ist, um was es geht, mache ich da noch in einer anderen Angelegenheit Eigenwerbung und überklebe ein Wohnträume statt Investorenträume KPÖ-Pickerl, das schon halb abgekratzt ist. Wie gesagt, wer eine KPÖ wählen will, der kann gerne nach China, nach Korea oder in eine andere menschenfreundliche Region der Welt gehen und das dort voll und ganz mit Social Credit System und allem, was dazugehört, ausleben. Und mir ist natürlich klar, dass unsere KPÖ durch das Plus keine KPÖ ist, also keine kommunistische Partei, sondern es geht ums Plus. Ja. Ich habe das in einem anderen Video schon mal erwähnt. Ja. Wenn ich eine NSAP Plus gründen würde, würde man mich halten, steinigen, kreuzigen und was weiß ich nicht was alles. Und das, wie ich finde, auch durchaus zu Recht. Ja. Aber mit einer KPÖ geht das halt. Plus würde mich eher sogar noch mehr schockieren. Ja. Das heißt, man setzt da nur einen drauf zum Kommunismus. Ja. So, da sind wir wieder, dass die Theatershow der Dinosaurier nach Salzburg kommt. Ich hätte einfach einmal gesagt, ich probiere es jetzt mit einer langen, scharfen Käsekreiner beim Würstelstandl, weil ich gar nicht so viel fressen kann, wie ich kotzen möchte in dem Land. Und bei der geschlossenen Bank? Und weil ihr das nicht sehen wollt, schließen wir einmal mehr mit der unglaublich spannenden Filiale einer geschlossenen Bank, die wir schon im letzten Video festgehalten haben. Dass uns auch einer glaubt. So. Und damit sind wir jetzt offiziell für dieses Video, nachdem ich heute eh schon wieder unglaublich viel und selbstverliebt geredet habe draußen. Und wir schicken natürlich ganz viel Liebe und ja, werden das Superwahljahr 2024 weiter verfolgen, werden wie gesagt auch selbst unsere Kreuzchen machen, werden aber damit mit Sicherheit nicht unsere Stimme abgeben und schauen mal, ob wir bei all diesem Tun eventuell irgendwann auf Volksvertreter treffen, die dann auch tatsächlich dazu dienen könnten, unsere Interessen
als Teil des Volks, sprich als Bürger, Steuerzahler und sonst wie, zu vertreten. Der Herr Dürnberger selbst, wie gesagt, war ja letzthin bei dieser Asylquartiergeschichte als stiller Zaungast dabei. Auch da wäre vielleicht eine Wortäußerung ein Zeichen des Mutes gewesen, aber wahrscheinlich haben sie ihm die Erlaubnis nicht erteilt. Egal, so ist es halt. Wünsche eine gute Nacht. Sollte dir dieses Video zu einer anderen Tageszeit als zur Nacht schauen, würde der Roman sagen, gehabt euch wohl. Dann erfreut euch heute einen guten Morgen als Frühstücks-TV oder was auch immer. Und damit jetzt endgültig genug der vielen, vielen, vielen Worte, weil eigentlich ist jedes Wort in diesem Land verschwendet. Baba. Dass du ja auch erkennst, dass Krypto-TV entwicklungsfähig ist, sage ich Ciao mit Au. Na, das sagst bitte nicht, weil ich glaube, das ähnelt dem Slogan von diesem S-Link-Projekt. Nicht, dass da wieder irgendwelche, und wir haben ja sehr viele davon, nicht ganz so belichteten, glauben, wir machen da jetzt Werbung für den S-Link. Okay, dann sage ich halt... Das Wort zur politischen Situation.